Dresden wurde aufgrund seiner Lage im Elbtal und im Zusammenhang mit seiner barocken und mediterran geprägten Architektur auch Elbflorenz genannt. Friedrich August I. von Sachsen, aufgrund seiner Leibesfülle auch August der Starke genannt, machte seine Residenz zu einer der prächtigsten seiner Zeit. Die Frauenkirche ist eine evangelisch-lutherische Kirche des Barock. Sie ist der prägende Monumentalbau des Dresdner Neumarkts. Im Zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört, wurde sie in den Jahren 1994 bis 2005 wieder vollständig aufgebaut. Vom Turm der Kirche hat man einen schönen Rundblick über Dresden. Der Fürstenzug auf der Außenwand des Stallhofs besteht aus rund 23.000 Fliesen. Er ist ca. 102 Meter lang und gilt als das größte Porzellanbild der Welt. Der Fürstenzug stellt eine Ahnengalerie, der zwischen 1127 und 1873 in Sachsen herrschenden 34 Markgrafen, Herzöge, Kurfürsten und Könige aus dem Geschlecht des Fürstenhauses Wettin dar. Das Dresdner Schloss ist ein Renaissancebau. Das Schloss war Sitz der sächsischen Kurfürsten und Könige. Das Gebäude ist baugeschichtlich insofern bedeutsam, es finden sich in den Gemäuern alle Stilrichtungen von Romanik bis Historismus. Die katholische Hofkirche wurde in den Jahren 1739 bis 1755 vom italienischen Baumeister Cayetano Chiaveri im Stil des Dresdner Barock gebaut. Die Semperoper befindet sich am Theaterplatz im historischen Stadtkern von Dresden. Benannt ist das Gebäude nach seinem Architekten Gottfried Semper. Semper hat unter anderem auch in Wien das Burgtheater gebaut und das Kaiserforum geplant. Der Zwinger gehört zu den wesentlichen Bauwerken des Barock und ist neben der Frauenkirche das bekannteste Baudenkmal Dresdens. Der Zwinger entstand ab 1709 als Orangerie und Garten sowie als repräsentatives Festareal. Die Brühlsche Terrasse war Teil der Dresdner Befestigungsanlage. Durch die Bebauung wie Galerie, Bibliothek, Belvedere, Palais und Grünanlage verlor die Terrasse ihre militärische Bedeutung.